Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Vorschlägen. Heute gucken wir uns Despacito 2 an, Parodievideo. Ich bin gerade am überlegen, Despacito hat doch glaube, also das Original hat doch bestimmt schon jetzt, müsste schon so 7 Milliarden Aufrufe haben. Das ist krass, oder? So ein YouTube-Video, 7 Milliarden oder 6 Milliarden, 6,5. Gangnam Style hat er damals, ich glaube 3,5 Milliarden, ne? Soll ich mal reinziehen, wenn ihr so ein Lied macht und der auf einmal so Milliarden von Aufrufen hat, ey. Haha, das Menschen, die schaffen sowas. Geil. Ja, gucken wir uns mal die Parodie an. Geil. Was ist das? Weil ich finde das immer so mega geil, wie man auf sowas kommt. Ich finde das immer so übelst geil. Ich hätte dafür nicht die kreative Muse, ne? Also ich würde auf sowas nie kommen. Ich finde sowas immer so geil, ey. Boah, ich dachte gerade so ein Spaß, ne? Das wär, der Linke sah hier gerade voll aus wie Moneyboy, ne? So ganz kurz sah der aus wie Moneyboy. Oh, geil. Aber endlich mal ein Lied mit Sinn, ne? Also ich muss sagen, die Parodie, das hat eigentlich mal Sinn, ne? Also Haftbefehl, Jabos wissen, wer der Babbo ist, ne? Hat natürlich da jetzt sein Nemesis gefunden, ne? Vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ich könnte so nicht mit einer Frau tanzen. Also, geht nicht. Kann ich einfach nicht. Frag bitte meinen Anwalt, wieso ich das nicht kann, aber ich kann das nicht. Kann ich noch nicht mal, zum Beispiel, wo ich damals, war ich ja jedes Wochenende feiern, wirklich jedes Wochenende. Und wenn du natürlich dann eine hast, die dich dann so antanzt und mega horny ist und dich mega heftig antanzt, geht bei mir gar nicht. Da habe ich einmal 20 cm in jede Richtung, also 360 Grad Platz. Das ist geil. Geil. Ich muss echt sagen, das Lied hat mir mega gefallen. Ey, das ist halt mega cool. Aber das Video dazu. Die geilste Stelle war irgendwie, warte mal. Also meine absolute Lieblingsstelle ist halt einfach mal die. Mit dem Geräusch. Schön reingehämmert das Ding. Scheiße. Wie kommt man auf sowas, ey? Ist das geil? Ja,
Das ist bei mir halt ein Fluch, ne? Also wie schon gesagt, ich kann so nicht mit Frauen tanzen. Also ich kann allgemein nicht tanzen, ne? Also wenn ich besoffen bin, tanze ich wie. Kennt ihr die Leute im Club, die dann so in der Ecke stehen und ganz halt so machen? Oder wenn sie besoffen sind, irgendwie so tanzen und dann nimmt das ein Freund auf am nächsten Tag, denkt man sich so, ach du Scheiße. So einer bin ich, ne? Ja, deshalb, ich hab, ja. Aus bestimmten Gründen auch nicht so gerne mit Frauen getanzt. Also Gründe gehabt. Wieso ich dann gesagt habe, oh, ich muss mal kurz weg. Ich habe meinen Ofen angelassen. Ich glaube, viele Männer verstehen den Fluch. Ne? Also ist ein Fluch bei manchen Männern. Viele Männer verstehen es halt einfach. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv Dativ Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.